Also für mich ist bei dem Thema Führung immer so ein Thema Management und Leadership eine gewisse Provokation. Es wird oftmals verwechselt. Für mich ist es wichtig, dass der Mensch, und da bin ich sogar provokant und sage, das gilt egal, ob ich nun in einer Bank arbeite, ob ich im Maschinenbau bin oder nicht, der Mensch ist das erste Gut, was ich führen kann. Und es wird oftmals verwechselt mit dem Management. Management sind die Kennzahlen, die wir benötigen, aber das ist nicht allein für mich das Thema Führung. Ich brauche Kennzahlen, um gewisse Steuerungsimpulse zu machen, aber danach, das Thema Führung heißt es für mich, präsent zu sein und sich dem Mitarbeiter auch zu widmen und dort die Stärken und Schwächen und die Wahrheit und die Transparenz auch zu bringen, nämlich was funktioniert, was verändert sich mit der Zeit, was brauche ich für neue Anforderungen gegenüber dem Mitarbeiter und dann in aller Klarheit und Deutlichkeit zusammen herausarbeiten, können wir das gemeinschaftlich bringen oder ist vielleicht auch Ende angesagt, weil wir nicht mehr den weiteren Ausrichtungsgang, die weitere Entwicklung zusammen gehen können, weil vielleicht die eine Seite es nicht möchte und die andere Seite es aber braucht und fordert. Des Weiteren ist für mich absolut wichtig, ich nenne das mal ruhig Management by Runaround. Das heißt, ich lebe von meinen Mitarbeitern. Egal auf welcher Hierarchie, für mich ist es ganz wichtig, dass ich Kontakt habe und ich nehme mir auch die Zeit, dass ich in regelmäßig unregelmäßigen Momenten einfach in die Bereiche gehe, am Schreibtisch stehe und Hallo sage. Und als ich mich mal vor einigen Jahren bei jedem der Mitarbeiter vorgestellt habe, habe ich auch mal gesagt, und nehmen Sie die Chance, wenn Sie mich sehen, greifen Sie mich an der Krawatte, halten Sie mich fest und wenn Sie eine Frage haben, dann fragen Sie. Eine bessere Chance gibt es nicht als dem Moment, wo Sie mich sehen. Und davon ziehe ich ganz viel Energie für mich selber. Davon erlebe ich auch, was der Bereich an Orientierung neu braucht oder was an Missverständnissen hochkommt oder welche Ängste bestehen und wo wir Zukunft gestalten können.